Eine Sache, die ich ganz häufig sehe, die bei vielen zu Schmerzen führen wird, vor allem im Rücken oder in der Hüfte, ist, dass sie nicht wissen, was der Hip Hinge ist. Wenn du wissen willst, was das ist und wie man das genau macht und trainiert, dann bleib dran. Moin moin liebe Monkeys und willkommen zu einer neuen Folge How to Train, in der du lernst schmerzfrei zu trainieren bzw. damit du gar keine Schmerzen überhaupt erst bekommst, ja, und Mobility dann machen kannst, damit deine Performance besser wird und nicht nur damit deine Schmerzen weggehen. Das ist das, womit wir uns heute beschäftigen. Und zwar eine Sache. Das legen wir erstmal weg. Ich will dir nämlich eine Sache mal zeigen, was ich sehr, sehr häufig sehe, wenn Leute Kniebeugen machen oder wenn sie Kreuz heben. Denn der Hip Hinge, also die vernünftige Hüftstreckung zu lernen und zu wissen, was das überhaupt ist und das unterscheiden zu können, ist essentiell dafür, dass du weißt, was du letztendlich machst bei einer Kniebeuge und beim Kreuzheben. Wenn du aber sagst so, hey Leon, ja, alles klar, Hip Hinge, dies, das und so weiter, ich will eigentlich nur meine Mobility verbessern, was meinen Squat angeht, ich will generell die Kniebeuge endlich mal lernen, dann check doch mal den Lerne die Kniebeuge Online-Kurs aus. Auf movingmonkey.de findest du oben einen Reiter mit Shop, beziehungsweise kannst du direkt auf affenbande.shop gehen. Was? Es gibt jetzt einen Shop? Richtig, da findest du auch die wunderschönen Monkey-Shirts. Affenbande.shop, einfach da mal reinschauen. Da habe ich alles für euch zusammengesammelt und genommen. Also jetzt gibt es wirklich einen Ort, neue Webseite, dies, das, Ananas und so weiter. Schau doch einfach mal rein, da gibt es den Online-Kurs. Also, jetzt aber mal zu einer Kniebeuge. Ne? Ich gucke hier gerade schon hin. Na komm, fürs Video. Da kann ich jetzt nicht hier nur 5 Kilo nehmen. Ne? Machen wir mal Sekunde. Wir sind im Strong Move Club und der Björn möchte bitte, dass diese Nieten, liebe Grüße an dich Björn, nach außen zeigen. Also machen wir das auch. Safety first und klick, klick. Jetzt spulen wir mal ein bisschen vor, bis ich das aufgebaut habe. Okay, sind wir fertig. Dann machen wir Folgendes. Wir nehmen einmal eine Kniebeugenposition ein. Eins, zwei. Und was sehr, sehr häufig passiert, ist, wenn du nicht weißt, was der Hip Hinge ist, also wie man eine vernünftige Streckung in der Hüfte initiiert, dann passiert es gerne, dass die Kniebeuge so aussieht. Okay, also wackelig ohne Ende, du weißt überhaupt nicht, Knie, Hüfte und sonst was. Nee, wir machen erst noch Kreuzheben. Das heißt sehr, sehr unkoordiniert, denn beim Kniebeugen und beim Kreuzheben müssen wir halt die Achse über Hüfte und Knie gleichzeitig koordiniert bekommen. Kreuzheben sieht dann gerne mal so aus. Und bestenfalls noch das hier, ne? Aber haben wir schon mal im Video besprochen, dass das nicht so gut ist. Okay, der Hip Hinge, die vernünftige Hüftstreckung, sieht folgendermaßen aus. Eine vernünftige Streckung in der Hüfte. Also ja, es ist eigentlich eine Beugung in der Hüfte, aber es geht dabei um das nach hinten Strecken. Okay, warum ist das wichtig? Wenn ich hier Kreuz hebe, versuche ich kompakt zu bleiben. Wir sind jetzt mal so ein bisschen mehr in Richtung Gewichtheben, Kreuzheben und nicht im Sinne von Powerlifting, Kreuzheben unterwegs. Dann will ich versuchen, so viel wie möglich Momentum, was ich dann zusätzlich generiere, zu vermeiden. Außerdem will ich kompakt bleiben. Das heißt, es ist ein kompaktes Aufstehen. Und das Runterlassen ist auch wichtig, denn wenn ich jetzt hier nicht weiß, dass ich meine Hüfte zuerst nach hinten schiebe und dann aus der Kniebeugung arbeite, also erst das Hüfte nach hinten schieben, das was ich meine mit dem Hip Hinge,
und dann langsam runtergehe, was passiert dann? Und ich nur das hier mache, whoop, alle Belastung geht auf den Rücken. Ich verteile das Gewicht nicht optimal über die Hüfte und das ist das, was wir erreichen wollen. Eine optimale Verteilung des Gewichts, der Last über die Hüft- und Rumpfmuskulatur, dass es nicht nur bumm, voll in den Rücken geht. Okay? Das Ganze können wir folgendermaßen lernen und ich räume hier mal ein bisschen auf. Das war jetzt okay, bitte nicht auf die Technik dabei gerade gucken. Ich habe hier ein Mikro, ne? Also, ja komm, Ausreden gibt es immer. Es gibt eine sehr, sehr klassische Variante aus den Sportwissenschaften, die immer gerne genutzt wird, um die Hüftextension, Hüftstreckung dabei zu lernen. Ich möchte dir aber gleich noch eine Variante zeigen, die nicht so häufig beigebracht wird. Wir nehmen uns den Stock, legen ihn auf den Rücken. Eine Hand ist, ich schiebe das ein bisschen hoch, eine Hand ist auf Kopfhöhe und die andere greift ungefähr auf Höhe des Steißbeins. Diese Punkte wollen wir in Verlängerung lassen. Ja, die Wirbelsäule, die normale Lordose bleibt hier, das heißt, wir wollen nicht komplett rangehen, sondern wir halten Kontakt mit der Brustwirbelsäule hier am Kopf und am Steißbein. Dann stellen wir uns ungefähr hüftbreit auf und wollen versuchen, dass wir die Hüfte nach hinten strecken, während wir die Punkte in Verlängerung lassen und kommen wieder nach oben. Wir wollen keine Rundung, denn dann passiert, dass meine Hand vom unteren Rücken sich löst, beziehungsweise vom Steißbein. Wir wollen auch nicht überstrecken, weil dann schieben wir die Hand hier oben viel zu weit rüber und meine Kappe bzw. der Stab wandert einfach auch da in eine ungünstige Position. So kannst du merken, wie sollst du das Ganze koordinieren. Das heißt, das bleibt fix. Und jetzt versuch dich mal nur gerade vorzubeugen. Du hast eine leichte Beugung in den Knien, leichte Beugung in den Knien und beugst dich gerade nach vorne. Wieder zurück und wieder nach hinten. So, und das ist eine Variante mit der Fixation über den Stock, wie du lernen kannst, deine Wirbelsäule vernünftig zu koordinieren mit der Hip-Hinge-Aktion. Jetzt kommt noch eine Variante dazu. Klassiker. Kommt noch eine Variante dazu, die ich dir mitgeben möchte und dazu werde ich mir, na, die lassen wir drauf, sieht schöner aus, nehme ich mir mal eine Scheibe mit. Im Strong Move Club haben wir ja alles und das Ganze ist mir ein Tacken zu weit oben, deswegen werde ich das hier mit aller Manneskraft einmal eine Stufe niedriger machen. Wunderbar. Jetzt sitze ich ungefähr auf 90 Grad. Ich bringe meine Beine etwas breiter auseinander, ungefähr meine Squatbreite. Meine Squatbreite ist ein bisschen breiter. Ich bin jemand, der recht breit in der Hocke sitzt. Dann erstmal ohne Gewichtsscheibe bitte. Deine Arme nimmst du über Kreuz nach vorne. Versuchst auch hier eine Länge zu behalten. Kannst dir mal vorstellen, wir haben einen Punkt ungefähr unterm Bauchnabel, beziehungsweise am, ja doch etwas unterm Bauchnabel. Ich versuche gerade selbst meinen Bauchnabel zu ertasten. So, warte, wo ist mein Bauchnabel? Nee, das ist viel zu weit oben. Also unterm Bauchnabel und ungefähr da, wo die Sternumspitze ist, also die Spitze des Brustbeins. Das bleibt immer in einem Abstand. Das heißt, wenn ich mich jetzt nach vorne lehne, geht das nicht unnötig weit auseinander und es kommt auch nicht zusammen. Okay, wir halten diese Entfernung immer. Das ist das Gleiche, was wir hiermit eben als fixen Punkt, einfach so als externen fixen Punkt beigebracht bekommen haben. Sag mal, jetzt geht es irgendwie gar nicht mehr mit den Worten. Also, was letztendlich uns geholfen hat, den Hip-Hinge zu lernen. Dann nehmen wir die Arme über Kreuz, bleiben lang in der Wirbelsäule und auch hier lehnen wir uns nach vorne. Und drücken uns aus den Beinen wieder zurück. Wir lehnen uns nach vorne und wieder zurück. Das ist das auch, was wir einerseits für die Hüftmobilisation und Stabilisation für den Rücken tun können. Wir nehmen uns eine Gewichtsscheibe, lehnen uns nach vorne
und wieder zurück, damit wir dafür ein bisschen Kraft aufbauen. Das finde ich ein bisschen zu groß, die Scheibe hier. Und wieder zurück. Kannst ja auch eine Kurzhantel nehmen. Nach vorne und wieder zurück. Also so eine Art Seated Good Morning. Natürlich geht das Ganze auch hier hinten, ja, aber das ist so ein bisschen abhängig von der Schulterbeweglichkeit, ja, ob du hier gut reinkommst, in der Überstreckung bleiben kannst, ob du das koordiniert halten kannst. Deswegen mach es lieber vorne, ist ein bisschen sicherer und fang bitte mit leichtem Gewicht an. Es geht nur darum, dass du Aufmerksamkeit, die Wahrnehmung für diese Bewegung lernst, weil das, was hieraus folgt, ist, dass du aufstehst. Gleiche Position runter und mal kurz hinsetzen, nach vorne und aufstehen. Okay, damit haben wir so die Koordination für den Knie zu Hüftgelenkswinkel über den Hip Hinge schon ein bisschen besser koordiniert bekommen. Und das hilft dir dann letztendlich auch, die Technik dann zu lernen, was Kreuzheben und Kniebeugen angeht. Wichtig als Notiz, das war jetzt kein Tutorial darüber, wie du eine Kniebeuge und ein Kreuzheben richtig machst. Das war nur ein Teil dessen. Deswegen nochmal Hinweis auf den Online-Kurs, wenn du die Kniebeuge lernen willst. Da ist nochmal Infos, sind nochmal ganz viele Infos. Aber ich kann dir auch Folgendes sehr, sehr ans Herzen legen. Weil das Übungen sind, mit denen man sich schnell überladen und überlasten kann. Bei Hot to Train geht es darum, wie du schmerzfrei trainieren kannst, dass du das in Persona machst. Das heißt, dass man anhand deiner Anatomie, anhand deiner Ergebnisse mal ein bisschen sieht, okay, wie bewegst du dich eigentlich, was bringst du mit auch für Mobilität, und das Ganze machen Björn und ich zusammen im Strong Monkey Coaching. Deswegen schau da einfach mal auf die Webseite, was wir da machen, moviemonkey.de, scroll ein bisschen runter und da ist Erklärung mit dem Strong Monkey Coaching. Bewerb dich gerne und wir freuen uns, dich dann hier im Strong Move Club begrüßen zu dürfen. Und dann kann ich nur das Ganze wie immer beenden mit: Komm zum Workshop, moviemonkey.de/workshops. Und also, hat er gedacht, ne? Keep moving, so sexy, dein Leon.